Merci Jung, merci Chien mit dem Gérard Baum. France Bleu Elsass, es ist 3:15. France Bleu Elsass. Und als Wort heute sportlich sind. Guten Morgen, Michel Weber. Guten Morgen. Ihr seid der Maire von Molsa, wie ja. Überriemt ist, eine grosse Stadt. Wie viele Einwohner hat es denn? Fast 14.000. Ja, das ist schon gross. Und natürlich, du am Carrefour, zwischen Bristol, Autobahn, ihr seid neben alles und euch neben dem Rabland. Dort gibt es einen Marathon du Vignoble, das Wochenende. Und das ist auch interessant, das ist lang, das ist gross. Ihr seid nicht nur Maire von Molsa, ihr seid Präsident vom Marathon du Vignoble. Ja. Heißt das, es ist ein Verein? Oder? Ja, es ist ein Verein, ja. Ja. Der heißt MVA, Marathon Vignoble d'Alsace. Und wie viele Mitglieder hat es dann? Wir sind 25 Mitglieder, wie Organisation machen. Mhm. Und um das haben wir noch ungefähr 30 Benevol, wie uns helfen am vierten Weekend. Das ist auch viel. 30 ist ja ein Zehntel von Molsa. Kommen Sie nur von Molsa? Nein, nein, das sind die ganzen Dörfer, wie durch die Rennen visitiert waren. Ja, und du gibst eine Hilfe, wir waren es noch rar erwähnen. Ja, mm-hmm. Seid ihr wann organisieren, ihr so etwas? Seit 14 Jahren. Schon? 14. Edition, ja. Jetzt Jahr ist es? Ja, seit 14 Jahren, ja. Also zwischen 2004, du hast ja schon eine gute Erfahrung. 2004, excuse. Ja, das kann man schon sagen, ja. Eine gute Erfahrung. Ja, du musst auch mit der Logistik alles drum und dabei sein. Mit der Croix-Rouge oder mit den Pompiers, sind die auch dabei? Ja, Pompiers nicht. Enfin, die kommen noch was ein bisschen schrecklich vor. Aber effektiv, Croix-Rouge und Sécurité publique, Shadow, Sécurité civile. Und die machen eine große Arbeit, ja. Wie lange brüche eine Rolle, sur so einen Marathon du Vignoble zu organisieren? Das Rennen ist jetzt am Sonntag und dann haben wir ein bisschen Pause und vom September ab treffen wir uns für die nächste Edition in Morgen. Ja, das ist gross. Ein Marathon, das müssen wir sagen, ist lang. 42 Kilometer ungefähr. Ja. Und das kann nicht nur um Mols herum sein. Schon steht dann noch ein paar Mols um die Stadt ran. Die kann ich nicht einmal bekommen, ja, natürlich. Ja. Nein, wir gehen bis auf Morla. Ah ja? Auf Morla kommen wir wieder rum. Das heisst, viele Kommunen gehen wir visitieren. Das waren wir in ein paar Minuten erwähnen. Mit euch, Michel Weber, ich bin mehr von Molsa, aber heute Präsident vom Verein vom MVA Marathon du Vignoble Alsace, francebleuelsace.fr. Wir Worte mit der Isabelle Grüßenmeier. France Bleu Elsace. France Bleu. Ich geh, 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 ich
und froh. Ich stelle mich frau. Ich bin du. Ich warte. Isabel Grüsenmeier auf ihrem Radiosender auf Ilse. Das ist mir erwartet. Du bist am Wochenende am 16. und am 17. Juni im Mulsen gibt es den Marathon du Vignoble d'Alsace. Und Michel Weber ist der Präsident von dem Verein, aber auch mehr von Mulsen. Wie viele Dörfle waren du besichtigt von dieser grossen Strecke von 42 Kilometern? 17, genau. 17? Ja. Und da gibt es eine Hüfe zusammen. Waren ihr noch im Wald dran, in der Rave oder auf dem Flora? Flora und Rave. Oh, ja. Wenn man raven sollte, geht es ein bisschen auf, Buckelauf. Aber nein, vorher im Wald haben wir keine Strecke, aber nur Prärie und Raven. Aber es geht auch ein bisschen auf und ab, gell? Wie ist? Ja, vielmals. Ich meine, die Nimmel von ungefähr 400 Meter. Warte, wenn man läuft, ist schon schon ebbs, aber wenn man rennt, ist es noch schlimmer. Die Montée von Wangen, die macht als weh de Fes. Ja, das kann ich schon denken. Ihr wäre noch gegen Schorcher rennen zuerst und dann noch bis morgen. Ja. Am Anfang von der Windstrasse, Wangen, Tränen, Paripide, Tangelsen. Tangelsen, Solz, Afelsen, Wolligsen-Molsen, ja. Ja, da gibt es alle Weih. Riesen Start am Anfang. Gibt es einen Start oder machen noch mehrere? Nein, einer Start, ja, am Morgen. Du gehst den Marathon fort und bis jetzt haben wir ungefähr 900 Dinge geschrieben. Die gehen von Mulsen fort und das Semi-Marathon geht von Scharabarien fort. Geht so. Und ja, das ist fast gar zwei Dösen. Eben. Das waren wir in ein paar Minuten erwähnen auf France Bleu Elsass. Im Detail bleiben wir nur hier. Du waren wir eigentlich der sehr schräge Chorische. Der ist auch im Gesangwettbewerb Stimme Großfinale am 29. Juni. France Bleu Elsass. Ich schleim meine Garn an der Lade, durch den Meer hat mich hingeladen, für eine große Inwe-Jungfer aufs Bild von der Zeitung. Es kommt ja alle Prominenz von beiden Seiten von der Grenze. Ich kann dem singen, wenn ich mich, bis der gut passt zu dem Fisch. Doch an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Meine Kuppin wachs nicht rot, will mit mir einmal hier roden. Sie hat alles schon gerichtet, kommen über 100 Gäste. Gierig Hitze reserviert und Champagner wird serviert. Es gibt ein Cocktail, die Natur, aber ich sehe au revoir. Denn an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Ich hab ja wieder Rebs im Laufen, wenn's es ist, kannst du nämlich schnüfen. Es ist mein Herzl, es ist mein Schätzl, es ist aber wie ein Ketzel. Wie sind Mama vorher gestillt, hätte ich gleich ein Schmitzel gewählt. Sie ruft mich an, sie freut sich schon, zum Glück hab ich kein Telefon. Denn an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Jedes Jahr kommt mal wie nach, der manche können es kaum erwarten. Jeder stellt den Tannenbaum mit einem Haufen Plastik dran. Es wird getrunken und gut gegessen, manche süffen, manche fressen. Und gerade vor dem letzten Tanz gibt's auch noch eine gefüllte Gans. Doch an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Du kannst strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken, mach ich mit. Älter, krank und schwach, wenn ich nimm den ganzen Tag lach, kommt einmal im Oberrot, auch zu mir einmal der Tod. Seht mir, komm, ich hab einen Platz, riss doch kein so blöder Fratz. Der Serge Rieger ist ja in der Grossfinale vom Gesangwettbewerb Stimme zusammen in der Tanzmatte von Schlettstadt am 29. Juni um 8:30 Uhr. Schreibe ich in stimme@radiofrance.com. Und gleich geht France Bleu Elsass am Televisio durch.
Marco. Bonjour Pierre. Guten Morgen, Herr Binander. Guten Morgen, Hervé. Alors Pierre, je crois qu'il est question de sport, mais dans un lieu très intéressant qui pourrait peut-être me pousser à faire du sport aujourd'hui, je pense. Ja, Hervé, wenn der Holte und der Drivle ist und du wirst nicht viel gerannt, gell? Also, heute sind wir mit dem Herrn Mert, Michel Weber von der Herr Mert von Molse, aber wir reden von Marathon du Vignoble Alsace. 42 Kilometer hier im Land drumherum. Natürlich gibt es nicht nur ein Rennen. Wann fängt das Rennen an eigentlich? Sonntag morgens, petit. Ja. Und da fangen wir mit dem Marathon an. Ein bisschen später geht der 10 Kilometer. Und dann machen wir eine Scharbarie und machen wir fertig mit dem Semi-Marathon. Ja, das ist nur die Hälfte, 21 Kilometer. Marathon, ja. Es geht auf und ab. Wie viel Denivelle haben wir? Ungefähr 400 Meter. Und wie viele Gemeinden waren ihr da geritten? 17. Ah ja, das ist viel, das ist lang. Ja, das ist lange Strecke, ja. Das ganze Programm ist du auf dem Site marathon-alsace.com. Da könnt ihr die Strecke schauen, aber es gibt auch viele Veranstaltungen drumherum. Animation? Ja, natürlich Animation. Wir haben natürlich auf dem Village Marathon in Mulze Animation den ganzen Tag. Und in jedem Dörfel gibt es wenigstens Musik, wie die Läufer akkompagnieren können. Und Animation, typisch für jeder kommen. Und die können ja kommen für Zuschauer, ja, und anklatschen. Ja, natürlich. Hoffentlich kommen sie zu viel, ja, für sie encouragieren, die Renner. Die Hauptsache ist, was ein bisschen aufgeht, aber die letzten Kilometer kommen, das ist als schwer für die Fesle. Das ist klar. Ja. Und die Arrivée, die ist wo? Im Holzen. Im Holzen drinnen. Sind die Straßen gesperrt manchmal? Ja, natürlich. Ja, ja. Also, wenn ihr hier so die Brüche habt, müsst ihr ein bisschen Achtung geben. Oder halten und die Leute anklatschen, das geht auch. Ja, oder so einfach die Läufer durch und fahren und da können sie wieder schwarm im Auto. Das ist ganz überall gesperrt. Das ist klar. Viele Freiwillige sind da dabei? Ja, ungefähr. Das ist Freiwillige, jeder Kommune ist benevol, wie uns helfen, für Coureur durchschlagen, für ein bisschen Zirkulation machen. Und wir brauchen effektiv, das ist benevol. Was würdet ihr empfehlen, für am besten das Rennen zu sein? An welchem Meck? An der Arrivée oder Eriks? Am der Arrivée ist immer schön, weil da sind wir alle Coureurs wie ankommen. Aber bon, keine Wange dran, dort ist der Vignoble so schön, dass man an kann gehen. Wie können wir da uns noch hinschreiben? Auf dem Site Marathon direkt. Da haben wir noch ein paar Platz um 10 Kilometer und im Marathon. Viel ist nicht frei, aber wir können es noch machen. Das ist recht. Also, wir wünschen euch schön Wetter. Ich sollte es haben. Nicht so warm für ihre Rennen. Ja, das nicht so warm, aber das ist praktisch. Ja. Selbstverständlich, es wird warm am Mittag, dass es bei Wetter gut geht. Ah ja, das geht dazu und dass es nicht reicht. Merci vielmals, ja. Michel Weber. Mehr von Molse, Präsident. Präsident vom Marathon du Vignoble Alsace. Alle Informationen sind an der Adresse rv-marathon-alsace.com. Merci Pierre, bonne journée à vous et je vous rappelle que si vous voulez entendre Pierre sur France Bleu Alsace, c'est sur le site internet francebleualsace.fr. France Bleu Alsace. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich, Herr Mert, dass ihr gekommen seid.